Mein Name ist Norbert Wede. Ich bin Musiker, mache vorwiegend traditionelle keltische Musik aus Irland, England, Schottland, der Bretagne. Mache Eigenkompositionen, teilweise in Home-Recording-Aufnahmen, also CD-Produktionen. Ich habe auch die Instrumente eben alle autodidaktisch erlernt. Die autodidaktische Herangehensweise an die Instrumente ist auch wahrscheinlich der Grund, dass ich möglichst unabhängig die Sachen machen wollte. Ursprünglich habe ich angefangen mit Rockmusik. Und dann bin ich durch einen Kollegen an die irische Musik gekommen. Der hat mir die nahegelegt. Und ich war so fasziniert von der irischen Musik, dass man mit rein traditionellen akustischen Instrumenten ganz viel Rhythmik, die ging einfach gut los, um das einfach auszudrücken. Das ist eine gewachsene Musik, im Sinne von über Generationen gewachsen. Da steckt eine Tradition hinter und da stecken Schicksale hinter, Menschen hinter. Und das merkt man und die ist ungekünstelt, die ist einfach aus dem Leben gegriffen. Mich interessieren natürlich Texte, die ich auch selbst erlebt, also Inhalte von Texten, die ich selbst vielleicht erlebt oder ähnlich erlebt habe in meinem Leben, Schicksale zum Beispiel oder die mich tief emotional auch berühren. Und dann finde ich auch spannend politische Begebenheiten, Entwicklungen. Ich habe angefangen mit der Gitarre, mit der klassischen Folk-Gitarre. Und dann kam irgendwann die Mandoline dazu und über die Mandoline bin ich zur irischen Bouzouki gekommen. Dann kommt der schottische Dudelsack noch dazu. Dann habe ich noch die Low Whistle, die irische Tin Whistle, ist die kleine Blechflöte, die viele wahrscheinlich kennen. Das ist das Pendant zur Blockflöte sozusagen. Dann habe ich noch, ab und zu setze ich noch die Boran ein, das ist eine irische Rahmentrommel. Mein Arbeitsablauf oder wie ich mich an Lieder und Instrumentalstücke rantaste, ist, dass ich in erster Linie angezogen bin von der Melodie bei Liedern jetzt. Und dann versuche ich, das in meinem Stil zu interpretieren. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Instrumentalstück ist, dann überlege ich mir, welches Instrument würde gut passen. Eine Melodie, die mehr für die Saiteninstrumente, für die Bouzouki oder für die Gitarre passen würde. Oder wäre es schöner, auf dem Dudelsack oder auf der Flöte das zu interpretieren. Sodass ich dann mein eigenes Orchester werde, sozusagen. Zu den Eigenkompositionen, die ich vor längerem mal geschrieben habe für den schottischen Dudelsack. Da würde ich gerne in Zukunft das verlegen. Das zweite wäre, Stücke zu schreiben für die irische Bouzouki, für Leute, die dieses Instrument besonders gerne mögen und sagen, was kann man alles mit diesem Instrument machen. Das sind mehrere Gruppen, wo ich mitspiele. Das sind einmal die Style Bandits. Dieser Gruppe bin ich beigetreten 1995. Da machen wir querbeet, englisch, irisch, schottisch, Eigenkompositionen.
Dann mache ich Solo-Auftritte, Auftritte mit dem Dudelsack bei Feierlichkeiten, privaten Festen zum Beispiel. Duo-Auftritte mit befreundeten Geigern. Ich auch wieder ein bisschen zurück in meine Vergangenheit mit Pay the Pipers. Da machen wir Folkrock, das heißt traditionelle Musik verpackt mit Stilelementen der Rockmusik der 70er Jahre circa, um das so einfach zu halten. Dann bin ich Gastmusiker bei der Robbie Doyle Band. Also sehr unterschiedlich. Ich bin auch noch offen für neue Projekte. Singing.